Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Eco. Natürlich mit mir, eurem Sunny und dem Heretic. Hallo. So, ja, ich habe ein bisschen Mist gebaut in der Mine. Wir müssen da etwas Ersatz bauen. Ich werde bei den Karren schon mal... Den brauche ich jetzt, um mir bei dir erstmal ein bisschen... Ja, am besten hole ich mir Straße, denke ich mal tatsächlich. Wenn wir könnten, an sich, der Wagen muss ja nicht schnell da unten fahren. Ehrlich gesagt, statt der Straße für die Mine, nehme ich einfach hier meine normalen Bauklötze. So, die sollten auch reichen. Ehrlich gesagt, die brauche ich wahrscheinlich auch nicht, weil wir unten noch diese blöden, nichtsbringenden Säulen gebaut haben, wo ich dachte, ob die vielleicht an dem Aufbau der Fabrik da schuld waren, dass die behauptet, in der Luft zu hängen, weißt du? Genau. Da hatte ich ja unten welche hingebaut. Die stehen ja da immer noch. Die kann ich ja eigentlich abbauen. Und wächst da das Wassergras übers Wasser hinaus? Sieht fast so aus. Faszinierend. Du musst mal gucken, was du dann so brauchst. Weil wir müssen ja jetzt, Moment mal, das Laboratory ist ja schon gebaut, ne? Das sollte ich schon gebaut haben, genau. Ja. Genau, das hatte ich mir angeguckt und das war was ganz anderes, als ich gedacht hatte anfangs. Das Laboratory, okay. Das ist nicht für die nächste Werkbank in Industrie, das ist die letzte Werkbank in Ernährung. Das ist, okay. Das ist so für Molekularküche. Okay, also High-End-Food, sagst du. Ja, das war so ein bisschen merkwürdig. Das habe ich mit dem Toaster, ich glaube, nachdem du raus warst, noch festgestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe noch einen ganz kleinen Moment mit dem Toaster ja weitergespielt, nachdem wir aufgehört hatten, aufzunehmen. Kann auch sein, dass uns das da aufgefallen ist. Aber es war halt so, Moment, was bitte? So, man kann jetzt CO2-Kanister hier machen und so eine Scherzchen. Und das gehört halt nicht zu Industrie, wo man es halt erwartet hätte, sondern es gehörte halt zu, ja, es war ein bisschen merkwürdig. So, und hier hatte ich halt eigentlich nicht runterbauen wollen, aber ich bin dann halt hab dann halt einmal reingehauen aus Versehen mit dem Bagger. Und dann dachte ich mir so, na gut, da ziehst du die Sachen wenigstens raus. Dabei hat er dann auf einmal angefangen rumzubaggen und das Ergebnis seht ihr. Eine dezent nicht so kleine Höhle, die hier entstanden ist. Und die will ich halt zumindest überbauen dann gleich. Weil ich will halt die Sachen, die da drin liegen, erstmal rausholen. Denn wenn die hier rumliegen, habe ich Angst, dass das auch einfach mehr Ressourcen verbraucht. Also dass halt die einzelnen Steine halt dann gerendert werden müssen. Und dementsprechend denke ich mal, dass es günstiger ist, wenn ich die einsammle und in den Stockpile oder sowas reinpacke. So. Bei dir fliegt auch noch eine ganze Menge Pitch rum. Ich habe mal bei dir ein bisschen Pitch hergestellt. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe die jetzt nämlich nicht mehr im Lagerfeuer hergestellt, sondern in deinem Backofen. Da stelle ich dann aus 2 Woodpulp ein Pitch her. Also nochmal ein Drittel effektiver als das im Lagerfeuer. Das ist schon mal ordentlich. Ja. Na, da war es ja irgendwie, ich glaube, 3 Woodpulp gaben einen Pitch und da ist jetzt der 2. Und das ist schon. Ne, da habe ich dann einfach mal 450 Pitch hergestellt. Ja, das ist doch okay. Weil brauchen tun wir es ja immer wieder. Ich werde mir da zwischendurch eventuell auch mal was von dir abholen müssen. Interessanterweise ist das Pitch deutlich schwerer als das Woodpulp. Das heißt, obwohl ich danach nur noch die Hälfte der Menge habe, und obwohl ich es gebrannt habe, ist es danach schwerer als das vorher. So, was haben wir hier noch? Da ein Steinchen. Ach, das ist ein Dollar. Naja, du trägst halt gleich das Gewicht der Umweltverschmutzung mit, ne? Ja, das macht doch natürlich Sinn, ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, bei Eco, genau. Ja, das passt. Verdammt nochmal, wie komme ich denn jetzt hier raus? So. Hä, da liegt doch einer. Ach, das ist was anderes. Das ist ja. Moment. Ja, so. Kannst du mal da rein? Hallo?
Kann ich. Die ganzen Blätterdächer hier wegzubekommen, ist ja auch. So. Ja, das baue ich erstmal einfach nur zu, ganz ehrlich. Da mache ich mir da nicht so den großen Stress wegen. So, gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Oh, da fällt mir gerade eine ganz coole Geschichte ein, Na? die ich haben will. Und zwar möchte ich Lampen haben. Ja, die Elektrischen elektrischen? Lampen. Ja? Ja. Okay, klar. Die kann ich mir in meiner Baumfarm aufstellen, dann kann ich auch mal in der Nacht was sehen. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, aber klar. Also wenn du bei sowas wie der Baumfarm, hätte ich sogar gesagt, da wäre ja vielleicht einfacher, wenn wir dir zwei, drei Braziers hinstellen. Wieder. Ja, aber die muss ich ja generell immer wieder mit Holz auffüllen und die Lampen brauchen nur Elektrizität. Die laufen ja endlos. Das stimmt. Du hast bei dir in der Nähe da schon was, was Energie produziert, Elektrizität? Noch gar nicht. Ja, das solltest du dann. Achso, na, es sind ja noch drei oder so. Ich habe ja ein paar Genau. Windräder vorproduziert. Genau. Ich Da glaube, es sollte waren noch was vier drin Stück da. sein. Eins davon habe ich nochmal aufgestellt. Deswegen leuchtet es bei mir tatsächlich im Werkbereich. Falls du es dir noch nicht angeguckt hast. Achso, jetzt gehe ich mit leeren Händen. Moment. Einmal noch die Hände voll machen. Macht ja keinen Sinn. Der Wagen ist zwar voll, aber ich bin ja. Ist der Wagen überhaupt voll? Ach. Egal, ich bringe jetzt den Wagen weg. So, siehst du nicht, ich kann gleich mal gucken, ob der Toaster mir dann auch gleich Sachen hergestellt hat. Hier diesen Vermesser für die Erde oder was auch immer das Ah, den ist. Zeus-Sampler. Ich wette, den hat er vergessen. So. Aber der müsste, wenn dann eigentlich. Na, ich weiß ja nicht, wo hast du den Farmer's Table hingebaut? Weil der steht ja nicht mehr im Haus, glaube ich, oder? Den Farmer's Table. Ah. Oder ein Fertilizer Table oder so. Ich weiß nicht, wie der hieß. Also ich habe alles, was in der Küche stand, quasi in Nee, die neue Küche gestellt. das war nicht in der Küche, das war unten. Dann sollte der da noch Okay. stehen. Wenn da nicht steht, habe ich ihn nicht abgeholt, sondern wer anderes. Na gut, nee, dann wird er da, denke ich mal, noch sein. Also ich war es nicht. Glaube ich, hoffe ich. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich aus irgendeinem Grund einen Blumentopf in meinem Inventar habe, wo ich nicht weiß, woher er kommt. Ich wollte eigentlich mal in eine alte Folge reingucken, wie lange ich den schon mit mir rumschleppe, ohne ihn registriert Achso, zu haben. was eigentlich das Computer Lab jetzt hier? Das vermute ich ist tatsächlich das nächste Herstellungsdings da. Aber das bin ich mir halt nicht sicher. Das müssten wir einfach mal aufbauen und gucken, was der braucht. Naja, das ist eine gute Idee. Ja, hier sind die ne? Steel Ceiling. Also Steel Ceiling Light und Steel Table Lamp. Aber ich nehme an, du möchtest lieber so eine aufstellbare wie die da, ne? Ja, das ist mir lieber, aber wo siehst du die denn? Die haben kein Symbol. Das sind Ah, diese symbollosen okay. Template-Dinger. Dann mache ich mal Wow! vier Stück. Was Du denn? willst, wo soll ich denn den mal hinstellen? Soll ich den hier in den Raum packen? Hä, da steht doch schon eine Lampe. Nee, den Ach Computer. so, ja, ich weiß nicht, wie viel Platz braucht der denn? Der braucht 2x1, wie es aussieht. Okay, ja, dann probier ihn mal hinzustellen. Ich glaube, wir werden dafür sowieso ein neues Gebäude bauen müssen, was andere Tiermaterialien benutzt und so. Wie geil! Ja, missing object required by power grid. Missing Objects. Ah, der braucht die Laser. Das ist nur zum Aktivieren der Laser. Ah, oh, okay. Krass. Ja, Wo stellst du die Laser her? Computer Lab 1, die stelle ich hier in dem her und nee, in dem anderen Ding, glaube ich. Ah, okay, hier, Laser. Ja, krass, da brauchen wir jetzt nur noch die Laser. Ja, oh, der braucht. Ein Laser braucht 10 Circuits bei mir. Pff. Ja, musst du halt einfach 10 sagen, was du Circuits. dann halt brauchst. Ja, das mache ich. Stahl, wie viel Stahl brauchst Also, du? Circuits. Ja, alles andere habe ich ist momentan da, aber das sage ich dir Ja, aber nicht trotzdem. genug, oder? Doch, ausreichend sogar. Für einen Ja, Laser. wir brauchen aber vier Stück.
Wir brauchen 4 Stück. Okay, also ich brauche 20 Stahl und 20 Gold pro Vaser Okay. und 10 Circuits. Also für 4 Stück 80 Stahl, 80 Gold und 40 Circuits. Das ist nur noch ein bisschen so eine Aufarbeit hier. Dann brauche ich auf jeden Fall viel Gold. Na, Gold sind 50 da, das heißt, du brauchst noch 30. Na, ich werde Goldflakes jetzt herstellen, ein Ja, paar mehr. okay. Dann Einfach mache mal. ich. Also ich produziere 30, aber brauchen wir mindestens noch 52. Ja. Ich mache ganz entspannt. So. Ach, der ist noch am Circuit herstellen. Der braucht die Copper Wires. Dann mache ich hier mal ein bisschen Mass Production. Copper Wires. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Kupfer hier. Ich brauche ein Lumber. Ich habe echt hingekriegt, das irgendwie mein Lumber nicht richtig hinzukriegen. Beeindruckend. Wo kriegen wir denn jetzt mal rasch ein Lumber? Ich glaube, ich kann mir eins beim Toaster, beim Schnellrestaurant mal schnell holen. Beim Fastfood-Restaurant hier. Bei Medieval. So, der reicht mir. Okay. Das braucht 160 Goldflakes, Ja, krass, 80 dann haben wir ja echt alles, ne? Also Copper Wires. da sind wir ja quasi durch. Also ressourcentechnisch sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich brauche noch mindestens 10 Epoxy und mindestens 22 Fiberglas, was ich herstelle. Das heißt aber Gut, für aber Fiberglas, da Fiberglas. brauchst du Plastik für. Brauche ich Plastik sind doch 25 da. ja, ich brauche auf jeden Fall noch mehr, 10 mehr Plastik und 20 mehr Glas. Moment, Epoxy und so, 24 Epoxy sind da und 25 Plastik. Du sagst, du brauchst. Ah, Das super. waren irgendwas mit 32, nee, ja doch 32, glaube ich, brauche ich. Sekunde. Glas, sagst du 20? Das haben wir gleich. So. Also sagen wir mal so, ich gebe es gleich in Auftrag. So. 25. Zack. 25 Glas sind im Auftrag. Okay. So. Gold. Gold sind auch gleich, ich glaube, wie hatte ich jetzt gemacht? 2x 25, also 50 habe ich jetzt nochmal gemacht. Du Okay. meintest, du brauchst aber noch mehr, ne? Ich meinte, ich brauche, glaube ich, mehr. Was habe ich denn da jetzt alles auf dem Iron? Also, ich brauchte, was brauche ich? Ich brauche 20 Glas und mindestens 10 Plastik. Ich brauche mindestens 10 Epoxy und mindestens 22 Fiberglas, die ich aber herstelle. Und Stahl brauchtest du auch nochmal, ne? Stahl brauche ich auf jeden Fall eine Menge, ja. Okay, also Stahl ist wahrscheinlich und Eisen sind dann fast unser Hauptproblem. Gold kriege ich relativ problemlos hin, weil wir echt einen großen Goldvorrat hier noch haben, zumindest an den Erzen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich genug Flakes produziere, ich produziere auf jeden Fall jetzt eine Menge Flakes. Ich mach jetzt nochmal 50 Gold, dann stelle ich insgesamt 100 Goldbarren her.
50 nochmal. Okay. So, wow, das dauert natürlich. Dann werde ich mir den Karren schnappen. Ich werde schon mal die 4 Laser in Auftrag geben. Einfach. Damit schon mal alle Sachen, die da für benötigt werden, da reingeschmissen werden. So. Wo sollten die Sachen hin? Ich glaube, da hin. So. Oh, pro Laser 48 Minuten. Und ich würde gerne wissen, wie viel. Die brauchen bestimmt viel, viel Strom. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das Labor hat ja schon 1250 oder so, ne? Ich glaube, das stand mit 2000. 2000? Okay. Das kann sein, dass es 2000 waren von. Nee, der. Das Windrad gibt 1250, ne? Das Windrad hat 750. Und die Solaranlage hat 500. Nee, waren es 1250 von dem Computer. Dann waren 2000 Watt von insgesamt Energie. Genau, wir haben 2 Windräder und ein. Ja, genau. So. So, ich denke mal, hier können wir jetzt einfach mal zubauen. So, ich baue mal hier alle ab. Zack. So. Gucken, ich hoffe, das reicht, um das hier zu füllen. Ja, schaut gut aus. So. Dann können wir jetzt nämlich mit dem Wagen eigentlich hier weiter reinfahren. Und dann kann ich hier nämlich großflächig Erz rausholen. Mal gucken, so. Weißt du, wie die Reichweite von dem Windrad ist? Nee, keine Ahnung. Habe ich nicht. Also doch, von unserem Dach aus reicht es auf jeden Fall bis zu den Pumping Jacks, ne? Ist doch schon eine gute Reichweite. Also ich hatte es ja vorher versucht, die Pumping Jacks noch weiter weg aufzustellen und das hat dann nicht geklappt. Allerdings, wie jetzt genau die Grenze war, das kann ich dir halt nicht sagen. Nein, nicht schon wieder, ey. Das ist so. Cool, jetzt habe ich hier 3 Lampen stehen. Haha. Das ist klasse. So. Nochmal ein Stück zurück. So, dann geht's noch weiter ans Blättersammeln hier. Wahrscheinlich müsste ich das nicht, aber ich mach's trotzdem. Was? Na, das. Blätter sammeln, die Samen aus den Blättern holen. Damit wir haben relativ viel da, aber ab und zu hole ich ja auch mal Samen und dann ist es halt ganz gut, wenn halt welche da sind, weil ich halt gar keine halt rauskriege, ne? Also. Ja. Also ich mache mir dann ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich mache mir auch kaum noch die Mühe, die Blätter dann abzusammeln. Also ich mache dann so ein bisschen von unten, aber da ihr halt. Hallo? Hörst du mich? Ja. Mein Spiel. Doch. Ich dachte, eben das Spiel hing, weil ich mich. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen mit dem Wagen irgendwie. Hängst du vielleicht in irgendeinem Zipfel fest? Nee. Ich hab kein Fuel mehr. Ist natürlich auch eine Lösung, warum ein Wagen stehen bleibt. Ich dachte so, warum? Also der Punkt war vor allem, ich hatte noch Fuel dabei, nur das lag im Inventar und nicht nicht in dem Slot halt für Power. Das kommt mir bekannt vor. Das ist dann so. Ja, also wir haben Batterien dabei, aber wir haben sie nicht im richtigen Slot. Was machen wir denn jetzt? Warte mal hier. Ich will das! Lass mich! Ach du Schande, da kann ich ja schon wieder so viel einsammeln. Und es ist nicht mal Erz. Ich wollte eigentlich Erz holen. Verdammt. Wie kann ich denn von dir...
Aber irgendwie will mich hier das Spiel gerade echt ein bisschen ärgern. Ach, das ist doch normal. Das macht die Sache nicht besser. Und die Erde. Timber! Ich liebe diesen Ruf. So. Mann, schon wieder ins Falsche. Ich hasse es. Den Storage da. So, jetzt. So. Und hier müssen wir. Ich nehme ja mal sowas mit. Damit wir wenigstens. Es gibt nochmal 25, wenn ich hier die volle Hand mitnehme. So. Zack. Ja, na klar. Dafür habe ich natürlich keinen Platz mehr. Ach, egal, was soll's. So. Ja, nee, also dann. Ach so, hast du mal geguckt? Ich habe dir in deiner Kiste in der Küche, da ist Sweet Salad drin. Nee, habe ich nicht geguckt. Mit dem Sweet Salad und dem Braten und ich glaube ein bisschen was von dem Fireweed und so. Habe ich ein bisschen rumgespielt. Ich bin jetzt bei 173,9 Punkten, die ich bekomme. Aber das war richtig gut. Das ist schon echt gut. Also es ist nicht nur die Verteilung, sondern auch die nahrhaft, wie nahrhaft das Genau, insgesamt also ist. sollte jemand außerhalb der Reihe diese Folge gucken und sich wundern, wie wir da reingekommen sind, wir kriegen die dreifache Punktzahl der Skills. Ja, nur so. Ne, das, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, das Spiel ist auch Tatsache dafür ausgelegt, dass es mehr als 4 Leute spielen. Also irgendwie wenn 10 oder 12, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Das ist eine schöne Ja. Kolonie gleich. Allerdings ist dann auch bestimmte Sachen sind dann halt viel schwieriger. Ne? Zum Beispiel, ich habe mich so gewundert, dass wir zum Beispiel mit der Umweltschädlichkeit halt eigentlich gar keine Probleme hatten. Ja, wir Ja, hatten. weil. Ja. Der Punkt ist, wir haben einfach wahnsinnig lange Zeiträume dazwischen. Ne? Also wir haben uns das insofern halt auch ein bisschen einfacher gemacht, muss man auch sagen. Richtig, richtig. Ja, also, weil normalerweise würdest du halt doch deutlich schneller die Sachen hier verbrauchen müssen, um halt rechtzeitig fertig zu werden. Wir konnten uns halt viel Zeit lassen. Ne? Dann steigt zwar mal die Pollution halt an, aber ja, sie ist dann halt auch irgendwann wieder weg. Und das macht sich, finde ich, schon bemerkbar. Fünf Stück geben sechs. Ah, und vier Stück geben fünf. Das macht Sinn. Dann haue ich die mal auch hinterher. So. Irgendwann werde ich schon noch mal ein paar Ungerade finden. So, hat sich hier nämlich ein bisschen was abgebaut. Apropos, da kann ich aber auch die Bricks. Sieht der echt nicht mal. Der Stockpile sieht diesen Stockpile nicht. Warum nicht? Das ist doch nicht weit weg. Also manchmal diese Entfernung, ne? Wo die was sehen und wo die was nicht sehen, ist mir nicht ganz klar. Mir auch nicht. Manchmal gehe ich davon aus, dass halt noch was mit der Verbindung nicht ganz funktioniert. Oder aber ob das vielleicht eine feste Menge an Verbindungen nur haben darf. Also ist auf jeden Fall echt merkwürdig teilweise. Dafür packt er mir jetzt hier aus irgendeinem Grund Gold rein, was ich da nicht drin haben will. Dahin. Erde habe ich hier jetzt aber noch drin, ne? So. Gott, so viel Erde, ne? So viel Erde.
So. Und so. Okay. Jetzt sollte der aber leer sein, hoffe ich. Ja, ist er. Super. Okay, und hier haben wir mal ein bisschen reduziert, beziehungsweise ich kann hier ja nochmal ein paar Bricks mitnehmen. Ja, also dann, ehrlich gesagt, da wundert es mich jetzt so ein bisschen. Ich habe ja noch so wahnsinnig hohes Material eigentlich, ne? Also ich habe ja noch Tier 3, Tier 4, Tier 5 Materialien, die wir zumindest in der Theorie herstellen können, ne? Mhm. Also Tier 3 ist ja der Reinforced Concrete. Dann kann ich Stahl zu Platten drehen, den Corrugated Steel zum Beispiel, der ist auch Tier 3. Und ich kann mit Epoxy und Stahl kann ich flachen Flat Steel herstellen, flachen Stahl. Der ist sogar Tier 4. Okay, dann kein Tier 5, sondern nur Tier 4. Aber ich stelle mir, frag mich halt, wofür? Wofür brauche ich das jetzt noch? Also das Concrete zumindest kannst du für bessere Wohnungen benutzen, wofür du natürlich wesentlich mehr Skillpunkte bekommst. Das stimmt, ja? Das stimmt. Ja, und das Gleiche könnte man halt auch mit dem Stahl machen, ja. Ja, das stimmt. Apropos, ich müsste mich sowieso mal um meine Wohnung kümmern, seit die den Living Room anscheinend rausgenommen haben aus dem Spiel, stimmt bei mir die Einteilung gar nicht mehr. So gar nicht mehr. So, was haben wir denn hier jetzt alles Hübsches? Also ein bisschen Stahl, also ein bisschen von dem Concrete, ne? Da haben wir also so ein bisschen was. Nee, das ist was da. Aber das hier, Nahrung ist mit das umfangreichste hier in dem Spiel, ne? Also du brauchst da das für das und das für das und das für das. Ich habe ja da Krise gekriegt, als ich mich da gestern hingesetzt habe und mal probiert habe, was ich da herstellen kann. Also, meine Güte. Ja, da hast du wesentlich mehr Geduld als ich dafür. Naja, ich finde es ja auch irgendwo interessant. Das macht halt auch Sinn, ne? Dass sich halt darum zu bekümmern. Eigentlich wäre das halt wahrscheinlich auf einem normalen Server das Wichtigste überhaupt. Weil das bestimmt halt, wie viele Skillpunkte du bekommst. Und das bedeutet halt, vorm Ausloggen einfach einmal diese hochqualitativen Sachen essen. Und ich habe dort hier auch mal ein bisschen was angepflanzt gestern. So ein bisschen mehr konzentrierte Felder. So. Und da war dann halt hier zum Beispiel, ne, kann man den Huckleberry-Extrakt herstellen. Mit dem Huckleberry-Extrakt, übrigens, da fehlen uns nochmal 4 Huckleberry-Extrakte, sehe ich gerade. Ich muss mir irgendwoher Huckleberries besorgen. Dann bräuchten wir nochmal 5 Öl. Öl kriegen wir darüber, dass wir Gurms hier durchdrücken. Needs to be collected. Das ist ja ungünstig. Haben wir hier keinen Platz mehr drin, ne? Oh. Oh. Ja gut, den Steinhammer, den kann ich hier mal rausnehmen. Der ist sowieso, den will sowieso keiner mehr benutzen. So. Kannst du dann nicht auch Sachen da reinpacken? Wieso darfst du da nicht zugreifen? Ich sag dir, du darfst da zugreifen. So, sehr gut. Dann müsstest du jetzt auch weiterarbeiten. Ja, hervorragend. Eigentlich müsste es jetzt weiterarbeiten. Hallo? Waiting on resource. Okay. Dann nehme ich die mal in die Hand. Und schmeißt die da so rein. Jetzt macht das, na klar. So, da bräuchte ich noch mal 8 Stück. Das heißt, ich muss noch mal Mehl irgendwie herstellen. So. Mehl oder Kornmehl? Gute Frage. Was mache ich dann lieber? Wahrscheinlich lieber ein bisschen. Guck mal, wahrscheinlich haben wir unten noch eine ganze. Huch, da hat es wieder mal geruckelt. So, da haben wir, glaube ich, noch einiges an Korn. Was wolltest du wissen? Entschuldigung. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe mich versucht, an meinem Gedanken festzuhalten. Entschuldigung. Nee, es ging um, was du gerade produzierst, was du da haben wolltest. Ich brauchte ein bisschen Öl und ich brauche Huckleberries. Wenn ich schon hier unten bin, kann ich ja noch mal gucken, ob hier unten auch noch irgendwo Huckleberries rumfliegen. Also bist du gerade an der Küche, oder? Bei Toaster am Haus, ja. Ja. Warum?
Nur so. Ich habe mal ein paar Huckleberries angepflanzt, 20 Stück oder so. Kannst du mal gucken, ob er da ein Soil Sampler irgendwo hat? Also wenn, dann hätte er den so... Ja, gute Frage. Also wenn, dann hätte er den, wie gesagt, am Farmer's Table... Ach ja, den Farmer's Table hat er hier, stimmt. Jetzt, wo du sagst... Hier ist der Farmer's Table. Ich würde sagen, nein. Wird er vergessen haben, schlicht und ergreifend. Ja, sowas aber auch. Komm vor. Ja. So. Ich muss da gleich mal mein Inventar ein bisschen entmisten. Ich guck mal, wir hatten hier noch ein paar Huckleberries, hatte der Toaster nachgepflanzt. Die anderen waren nämlich alle irgendwie eingegangen. Es gibt kaum noch Huckleberries auf dem Planeten. Was? Echt? Ja. Deswegen habe ich jetzt auch Huckleberries angepflanzt. Die alten Huckleberries, die wir ja früher hatten, da haben wir uns so bequem von versorgt am Anfang, ne? Die sind alle eingegangen. Die gibt's alle nicht mehr. Oh. Keine Ahnung, ob durch irgendein Update oder so die zerstört wurden. Das kann ich halt nicht sagen. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein paar mehr anpflanzen und farmen. Ja, wie gesagt, ich habe gestern 20 Stück an einem sehr gut wachsenden Ort angesetzt. Die sind auch schon zu 75% Major, habe ich gesehen. Aber die tragen halt noch nichts. Hier drüben waren ein paar. Oh, hier trägt auch noch eine was. Und da auch nochmal. Oh, Glück gehabt. Und hier auch. Und da. Sehr schön. Kann ich ja eigentlich auch mal. Zack. Ach, siehst du, ich wollte mir noch eine Hacke machen aus modernen Materialien. Eigentlich wären ja die Huckleberry-Büsche super als so eine Hecke oder so. Die sehen bestimmt gut aus dafür. Habe ich noch mal ein paar angepflanzt und ich hoffe, ich habe jetzt genug Huckleberries dabei, um den Auftrag fertig zu kriegen. Natürlich, Bomb. Fall einfach den Abhang herunter. Ist aber liebreizend, dass du ihm das erlaubst. Wer dachte er auch? Oh, ich hab zwei Vögel dabei, die ich zerlegen kann. Na dann. Ein Vogel und zwei Kaninchen. Kaninen sind 10 und das auch nochmal 5. Tack, perfekt. Ich habe noch Tomaten dabei. Warum habe ich noch Tomaten dabei? Kann ich hier irgendwo Tomaten mit reinstopfen? Nee. Nee. Okay. So, ich wollte nochmal Kornmehl herstellen. Das habe ich dann doch gelassen, weil ich ja festgestellt habe, dass das nur daran lag, dass kein Platz da war. Ha, ha, ha. Aha, es wird jetzt Nacht. Wunderbar, dann kann ich mal sehen, wie gut die Lampen arbeiten. Okay. 50, so. Ich glaube, ich muss dir hier noch eine Kiste in die Küche stellen, sonst haben wir nicht annähernd genug Platz für die Sachen. Ja, die Küche ist ja auch an sich noch nicht fertig. Ich hoffe, es stört dich da nicht, wenn ich da für ein bisschen Unordnung sorge und eine Kiste hinstelle. Ja, zumindest solange wir noch Ordnung machen können, im Sinne von, dass ich da eine Ordnung drin habe. Da sind alles Nahrungsmittel drin. Und das von demjenigen zu hören, der mir dauernd sagt, in einer Kiste... Ist ein bisschen lachhaft. Ach, Quatsch. Nein, es geht darum, dass ich halt so Sachen wie Zutaten getrennt haben möchte von fertigen Gerichten zum Beispiel. Ja, das ist im Moment nicht mehr so. Ich hole dir auch gleich den Pitch da raus, der da drin liegt und der dann einfach nichts drin zu suchen hat. Ähm.
Also mit Lampen ist es gleich viel, viel angenehmer hier. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, dann. Sieht auch gleich ganz idyllisch aus. Ich hoffe, es ist ein bisschen Fiberglas da. Ich hätte gerne eine Modern Hoe. Was? Kein Stahl mehr da? Oh mein Gott. Gar keinen Stahl mehr da. Doch, hier sind noch 60 Stahl. Okay. Und 60 Stahl sind weg. Das sah gerade ein bisschen hart aus. So. Dann stelle ich mal 100 Stahl her. Ja, wir brauchen Stahl. So. Und du brauchst da noch 52 Goldbarren? Wir hatten doch hier Goldbarren. Ist die Kiste vielleicht nicht verbunden? Ah, hier. Falsche Kiste einfach im Endeffekt. Das nicht? Ich dachte, da wo die Circuits drin landen, das wäre richtig. Dann mache ich mal so. Und dann so. Ja, okay, Gold sollte erledigt sein. Charcoal brauchen wir da nicht, dann kann das dafür rein. So. So, dann braucht der hier jetzt nur noch Circuits, okay. Ja, aber irgendwo waren doch noch Circuits. Hatte ich doch gerade in irgendeiner Kiste habe ich doch gerade hier Circuits gesehen. Hier. Wo soll die denn dann sein? Da ist ein Iron Ingot drinne und Circuit. Das ist hier drüben. Okay. Warum auch immer. So. Ja, okay, jetzt ist es soweit richtig, denke ich mal. Ja, also, dann gucken wir uns mal an, wie bei dem Heretic, der sich das jetzt aussieht, wo er sich die Baumfarm beleuchtet hat. Das würde mich ja schon interessieren. Naja, jetzt ist es ein bisschen karger geworden, aber an sich ist es sehr schön. Wenn alles voll mit dem Blätterdach ist, dann sieht das echt cool aus. Na, ich guck mal. Ja, mach das. Hup, hup. Die Folge kommt auch morgen schon raus. Wir sind im Moment ein bisschen ins Hintertreffen gerade. An der einen Stelle, da hattest du dir aber so dich hier verbaut, ne? Mit dem Straßenblock hier auf dem Baum. Ah ja. Wie? Was? Ich bin gerade bei deiner Baumfarm. Du hast hier anscheinend so, du hast ja alles in Erd, so Dirt Road umgewandelt. Du hast hier den einen Block, auf dem der Baum mit Ach so, draufsteht. das ist mir ein andermal passiert. Bei einer ganz anderen Geschichte, Ja. komischerweise. Okay. Das Lustige ist halt, du kannst den halt erst abbauen, wenn der Baum weg ist, ne? Ja. Das habe ich mir schon. Ich dachte mir so, hä, warum macht er das denn nicht weg? Und dann dachte ich mir so, ach so, da war ja was. So. Okay, ja, sieht cool aus. Aber dann würde ich sagen, jetzt auch eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und jo, ciao. Tschüss.